Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonusvideo. Ich habe ja gesagt, wenn es da ist, wenn Kid Icarus Uprising da ist, dann mache ich ein kleines Bonusvideo, so ein bisschen auch 2 Minuten kurzes Review zu dem Game, denn das müssen 3DS-Besitzer holen, kaufen, haben. In der Description ist auch ein kurzes Review von mir, da kann man das mal genau in aller Detailtreue sehen. Ich zeige euch jetzt einfach mal nur ein paar interessante Fakten. Und ich habe 2 schöne Community-Aufgaben für euch. Seid mal gleich gespannt. Pilot Wings Resort war mein erstes Game für ein 3DS. Ist so wie das Super Nintendo Game, wie das N64 Game. Ich habe sie also tatsächlich alle drei. Ist was für den geduldigen Spieler. Ist auch nicht, dass die Game macht auch nicht viel anders als die anderen vorher. Und der 3D-Effekt ist zwar da, ist aber noch ein bisschen lahm, sag ich mal. Das heißt also, für einen Starttitel fand ich den nicht so toll, aber da hatten wir ja nicht so viel zur Auswahl und ich brauchte ja irgendwas, um das Ding zu testen. Also war das mein erstes Game. Naja, ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, außer ihr seid Hardcore-Pilotwings-Fan, dann wisst ihr, was erwartet. Das machen die hier genauso. Ein Überraschungserfolg, weil ich es auch relativ billig gekriegt habe, Dead or Life Imagines. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das relativ interessant ist. Der Story-Mode ist gar nicht schlecht, der geht über 5 Kapitel. Es gibt sogar auch eine eigene Storyline. Ich verrate nichts, das muss man zocken. Also ihr seid schön ordentlich beschäftigt, ist ganz nett, geht ganz flüssig von der Hand. Wer Dead or Life kennt, der weiß, was er erwartet. Und ich wackel hier mal, das kriegt ihr dann eben auch in 3D. Muss man wissen, ob man alles schwarzer ruft oder Dead or Life kauft, das sollte man wissen. Und da ist auch gleich schon die erste Aufgabe. Ihr erklärt mir mal, wie man von Shadow Warriors, also von Ninja Gaiden, zu Dead or Life Extreme Beach Volleyball kommt. Und das bitte mal sinnvoll. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich weiß es bis heute nicht. Und bevor ihr fragt, du hast es doch auch. Ja, ich habe sogar beide Volleyballtitel. Nein, ich habe sogar Dead or Life Paradise. Ich nehme das zurück, das habe ich sogar auch. So, ein weiterer Pflichttitel für den 3DS ist Mario Kart 7. Klar, wer Mario Kart kennt, weiß, was er hier erwartet. Hier gibt es viele schöne Neuerungen. Die wurden auch oft und groß breit getreten. Die funktionieren auch super. Ich verstehe nicht ganz, warum der Titel fürs 3DS rauskam und nicht für die Wii. Aber gut, vielleicht haben sie auch keine Lust mehr auf die Wii. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wer ein 3DS hat, kann hier zugreifen. Ein Titel, der absolut Spaß macht. Und es ist Mario Kart. Die wissen, was sie tun. Passend zu dem Punkt, Star Fox 64 3D oder 64 3D ist unser gutes altes Lilith Wars eben in 3D. Die Steuerung wurde ein bisschen überarbeitet, die ist ein bisschen, naja, man muss sich einarbeiten. Also es ist nicht so wie bei Kid Icarus, wo man sicherlich vielleicht noch eine Stunde braucht, um mit der Steuerung warm zu kommen. Das geht hier schneller, aber es ist eben Lilith Wars in 3D. Wer das Original kennt und da schon nicht mochte, der wird es hier auch nicht gut. Wer aber ein ganz großer Fan ist, kann hier bedingungslos zugreifen. Glaubt mir, ganz tolle Umsetzung, ganz nette Effekte. Es war ein tolles Spiel auf dem N64, es ist hier ein tolles Spiel. Es bleibt dabei. Gleiches zum anderen Remake. Zelda Ocarina of Time 3D mit Master Quest hier. Wer die Limited Edition des Gamecubes hat von Wind Waker, der hat Master Quest schon, aber jetzt habt ihr es eben nochmal in 3D. Ist immer noch ein toller Titel, ist immer noch wohl das Beste, was es im Zelda-Universum gibt. Und wer es nicht kennt, der muss es jetzt holen. Und wer es schon 3-mal, 4-mal, 10-mal durchgespielt hat, es lohnt sich auch in 3D. Die Grafiken sind echt hübsch geworden. Die Steuerung ist runder. Sie haben, das war auch schon groß und breit, den einen oder anderen Bug absichtlich drin gelassen. Ja, ob es jetzt Nostalgie ist oder Faulheit, das könnt ihr entscheiden. Aber auf jeden Fall ganz starker Titel. So, jetzt kommen wir zu dem. Das war ja vor 25 Jahren. Und das ist er heute. Aber dann nehmen wir die große Box. Zeige ich euch nämlich was. Das ist Kid Icarus. Es ist jetzt eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Rail-Shooter. Da kann man natürlich sich kloppen. Das erste war ja sozusagen wirklich ein klassisches Jump-and-Run mit ein bisschen RPG-Einlagen. RPG-Einlagen habt ihr hier auch. Technisch absolut brillant. Super Qualität, was die
ja, fangen wir mal visuell mal an. Grafisch absolutes Highlight. Die Rail-Shooter-Elemente sehen zwar besser aus als die Third Person, das werdet ihr sehen. Die sehen wirklich atemberaubend geil aus. Soundtechnisch alles richtig gemacht. Englische super Synchro. Da komme ich gleich vielleicht auch noch dazu. Mit deutschen Untertiteln. Absolut toll. Steuerung, wie schon gesagt, muss man sich dran gewöhnen. Ihr steuert, ich kann das ja mal zeigen. Steuert mit, ach, kann ich auch beschreiben. Ihr steuert mit dem Stylus mit der rechten Hand. Damit steuert ihr das Zielkreuz. Mit der linken Hand steuert ihr den ganz normalen Analogstick zum Bewegen von Kit und schießt mit der linken Schultertaste. Da kann man sich dran gewöhnen. Das ist machbar. Das ist wirklich machbar. Ja, was kann ich noch sagen? Die Story ist ziemlich abgefahren. Der Humor ist ziemlich corny. Der ist wirklich merkwürdig. Ihr kämpft also auch gegen Space-Piraten und Aliens. Es wird Metroid durch den Kakao gezogen. Es wird Donkey Kong durch den Kakao gezogen. Und es wird, das fand ich am besten, so oft Kid Icarus durch den Kakao gezogen. Mit allen Punkten, die mir auch damals auf den Nerv gingen. Seine ähnlich dämlich dürfen Sprüche. Ich bin besiegt. Oder ich bin fertig. Oder wie sie es damals übersetzt haben. Oder andere Anspielungen, dass es knüppelhart war. Unglaublich toll, unglaublich genial. Das war Team Sora, die auch die Super Smash Bros. Für die Wii gemacht haben. Erkennt man auch sofort in der Menüführung, erkennt man auch an den Sachen, die man freischalten kann. Es gibt also 3 Schatullen, wenn ihr durch seid. Ich sag schon extra, wenn ihr durch seid. Die habt ihr nicht von Anfang an. Und dann könnt ihr bis, glaube ich, 360 Sachen freischalten, könnt Waffen upgraden und weiß der Geier was alles. Super genialer Titel. Wer einen 3DS hat, muss ihn sich holen. Und wie gesagt, in der Subscription ist nochmal eine genaue Beschreibung. Da habe ich ein komplettes Review geschrieben. Da ist das nochmal en Detail. Da gibt es auch nochmal diesen Hinweis. Das kann vielleicht auch einer mal rausfinden, ob wirklich in unserer Version die Love Story so runtergedrückt wurde. Sie ist eigentlich angedeutet und das reicht eigentlich auch. Weil beim ersten Kid Icarus, das war jetzt auch nicht Rosen für den Pit, also egal. So, neben dieser Version habe ich dann eben diesen komischen Stand gekriegt, mit dem man eben den 3DS halten kann. Ich brauche ihn nicht. Ich weiß auch nicht, wer ihn braucht. Gleichzeitig gab es noch Augmented Reality Cards. Ich gucke mal eben gerade, ob wir ein paar schöne finden. Machen wir das gute Auge. Ja, haben wir da. Oder wir können ja mal eben kurz. Ich lasse das mal einfach unkommentiert. Es geht ja recht flott. Da ist der Fuß von Thanatos. Da ist Pit. Guten Tag auch. Dark Pit ist übrigens, ich weiß nicht, ob der gleich dabei ist. Da ist Magnus. Vielleicht nicht unbedingt der wichtigste Charakter, aber ist auch da. Ja, gehen wir sie mal eben durch. Könnt ihr ja dann selber auch mal genauer angucken. Also diese Augmented Reality Cards. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass Nintendo damit ein bisschen Geld machen will für auch Kartensammler. Ich meine, da kommen sie ja her, das haben sie ja mal gemacht. Vielleicht wollen sie auch wieder so da zurück. Ich finde es jetzt nicht ganz so nötig. Ah, Eggplant. Eggplant Wizard ist auch dabei. Ach ja, und ihr freut euch auch, wenn ihr wieder in die Aubergine. Ich sag's aber nicht dazu, das muss man genießen. Das ist toll gemacht. Ich fand auch das erste Mal lustig, wie man in eine Aubergine und die Sprüche unglaublich. Wo sich Pitt dann aufregt, dass es kein Hospital gibt und er dann eigentlich verloren wäre. Highlight, wer Teil 1 kennt, weiß, versteht den Gag. Ja, das kam in solchen kleinen Packungen. Kann ich auch mal hier hinlegen. Also, auf jeden Fall großer Pflichttitel. Macht man nicht viel falsch. Ich kann noch mal was anderes zeigen, was witzigerweise nur Kid Icarus hat. Und Star Fox. Ich weiß nicht, wie viele Games das auch noch haben, aber kann ich ja mal zeigen, kann ich ja mal eben andeuten. Es gibt dann in der Packung noch, da wo sonst die Sterne sind, gibt es die ganzen Sachen. Medusa, Pit, Palatina. Fand ich eigentlich ziemlich auch gut gemacht, ziemlich stylisch. Passt auch ganz gut zu diesem unglaublichen guten Titel. So, jetzt haben wir auch schon 9 Minuten gequatscht. Wenn ihr es nochmal ausführlicher haben wollt, guckt einfach ins Review, da ist es dann nochmal ein bisschen tacken ausführlicher. Das war die 3DS-Sammlung, mehr ist erstmal nicht. Sollte noch was sein, werde ich es ergänzen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in guter alter Frische mit dem guten alten N64. Ihr seid gespannt. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ich sage mal bis nächste Woche. Tschüss.